Okay, und damit willkommen zurück. Ja, weiter geht's in Gott bei Deponia. Im letzten Part haben wir ja schon das Zimmer des Seehors gesehen. Hier haben wir auch schon angeklopft. Da bringt's nicht viel. Ist niemand zu Hause. Oso? Keine Antwort. Gut, Schrank. Kopfkissenbezug. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Natürlich. Zwei Tür. Abgeschlossen. Goal? Keine Antwort. Aber da ist doch jemand drin. Ich höre Stimmen. Oso? Keine Antwort. Doc? Oso? Keine Antwort. Tja. Die Zimmertür. Hier ist niemand. Na prima. Dann kann ich ja reinkommen. Was? Nein, stopp! Zu spät! Ui. Hallo? Du da, unter dem Laken. Hier ist niemand unter dem Laken. Sei nicht albern. Ich seh dich doch. Du siehst Gespenster. Kann nicht sein. Ich glaub nicht an Gespenster. Vor allem nicht an diese gruselige Sorte, die sich in dunklen Hotelzimmern rumtreibt. Und die auf ewig in der Zwischenwelt gefangen ist, bis ihre arme Seele endlich Erlösung gefunden hat. Ich bin kein Gespenst. Und eine Erlösung wäre es, wenn du endlich verschwinden könntest. Nicht so hurtig. Wenn du also kein Gespenst bist, was treibst du dann hier ganz alleine? Im Dunkeln, direkt neben diesem Guckloch zum Nebenzimmer. Aber neben dem Zimmer ist doch der Schrank. Ich bin ein Gespenst. Verzieh dich, sonst bekommst du meine übernatürlichen Gespensterkräfte zu spüren. Es sei denn natürlich, du bist der Zimmerservice. Nee, wir werden es noch nicht sofort abhauen. Wir werden jetzt hier noch mindestens 15 Minuten mit Dialogen verbringen. So funktioniert das hier. Ich bin der Zimmerservice. Sehr gut. Dann räum bitte das Geschirr weg, das ich neben die Tür gestellt habe. Sehr gerne. Ja, aber hier liegt kein Geschirr neben der... Moment, da war doch welches. Scherben. Au! Scherbe. Noch eine Scherbe. Und? Aha! Das hier ist keine Scherbe. Es ist ein Messer. Oh. Super. Wir haben ein Messer. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Ich dachte, du kannst das ein bisschen aufschlitzen. Aha. Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Diese Situation ist verkorkst, nicht verkorkt. Wichtiger Unterschied. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Was ist? Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Worauf eignet sich das? Wofür eignet sich das nicht? Das eignet sich wohl kaum als Brotaufstrich. Aha. Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau zwei Dinge. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissenbezug. Aha, okay, dann reden wir mal nochmal mit dem Gespenst. Bevor ich dich aber allein lasse... Oh je, jetzt kommt alles raus. Wozu braucht ein Gespenst denn den Zimmerservice? Um das Laken zu wechseln? Finger weg von meinem Laken! Schon klar. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm es ist, wenn sie den Saum so tief unter die Matratze stopfen. Ein Freund von mir ist mal in meine Laminiermaschine geraten. Er hat noch die ganze Nacht lang geheult. Zum Glück ist mir am Morgen wieder eingefallen, wie man die Kiste ausstellt. Aha, aber wie gesagt, es geht hier nicht um das Laken. Es soll lediglich das Geschirr weggeräumt werden. Und wozu brauchst du das Geschirr? Für einen Mitternachtsimbiss. Ach ja, logisch. Und es ist gerade Mitternacht. Draußen sieht es aber nicht sehr nach Mitternacht aus.
Ich glaube nicht, dass du ein Gespenst bist. Und wie, wenn ich fragen darf, kommst du zu dieser Erkenntnis? Ganz einfach. Gespenster erscheinen nur denjenigen, die sich etwas vorzuwerfen haben. Sie sind so eine Art Stoff gewordenes schlechtes Gewissen. Und du hast dir natürlich nichts vorzuwerfen, Rufus. Du hast Ideen. Wenn ich dir doch sage, ich aber habe mir nicht das Geringste vorzuwerfen. Natürlich. Ach, komm. Jeder hat doch irgendwelche Laster. Nein, Rufus doch nicht. Gar nichts. Der ist doch ein wahrer Heiliger. Ich habe kein Laster. Kein einziges. Warum würde mich Goal wohl sonst mit nach Elysium nehmen? In der kurzen Zeit, die wir uns kennen, habe ich sie bereits zweimal aus fahrenden Organon-Kreuzern geworfen. Ihr Espresso aus Batteriesäure eingeflößt, ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Und heute Morgen habe ich versehentlich die Babyschildkröte, die sie gesund pflegen wollte, mit Schnellzement ausgegossen. Aber sie hat mir alles verziehen. Mein Gewissen ist rein. Sag ich doch, ein wahrer Heiliger. Dass es vielleicht nicht darauf ankommt, ob diese Goldie verzeiht, sondern du dir selbst? Boah, aber das wäre doch voll egoistisch. Finde ich nicht. Schön. Ich verzeihe mir. So. Und nun was? Und nun? Ja, du bist ja immer noch da. Also wenn du wirklich eine Manifestation meines schlechten Gewissens wärst, müsstest du dich da nicht irgendwie jetzt aufgelöst haben oder so? Vielleicht muss ich mir auch selbst verzeihen. Natürlich. Genau wie in mein Freund der Geisterastronaut. Na los, hopp, dann verzeih dir doch einfach. Das ist nicht so einfach. Ich schäme mich wirklich sehr. Und wie willst du dann jemals Erlösung finden? Ich dachte, ich bleib hier einfach im Dunkeln stehen und kämpfe dagegen an. Oh Mann, was für eine Jammertüte. Tja, tja. Was ist denn dein Laster? Ist das nicht offensichtlich? Du bist Bettnässer. Quatsch. Guck doch mal, wo ich hier stehe. In einem dunklen Hotelzimmer. Neben? Einem Loch in der Wand. Und was sagt dir das? Spanner. Ah, ich hab's. Du bohrst gerne Löcher. Nein! Hä? Aber Moment, du meinst doch nicht etwa... Doch, ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Aha. Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Darf ich mal das Licht anmachen? Hier gibt es kein Licht, nur Dunkelheit und Scham. Scham? Ja, na klar, wenn ich da bin. Scham. Ja, Scham. Sehr charmant. Nein, Scham. Herrgott, du wirst das bist wohl auch Scham Rufus kennen. Ja, ach so, Scham, natürlich. Nee, diese das kennt er nicht. Schamförmigen Dinger, Scham, ja, klar. Ich glaube, das ist Rufus Rand. Nettes Laken. Finger weg von meinem Laken! Brauchst du es noch lange? Solange du hier drin bist, ja. Also, ich bleibe dabei. Kein Spuk ohne geheimes Laster. Ja, und? Welches war noch gleich dein Laster? Ich höre gerne Leuten dabei zu, wie sie unter der Dusche singen. Sehr schön. Laster Kanaster, reden wir über was anderes. Oh, sehr gerne. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ein Glück. Wie mein? Hinfort! Hinfort! Schon besser. Aha, aber wir bleiben noch nicht. Wir gucken erstmal durch das Loch. Bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Schade. Ich wollte dem Schrankmonster beim Duschen zugucken. Hey, bleib da an der Tür stehen, wo ich dich sehen kann. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, richtig. Verschwinde! Kannst du dich vielleicht mal entscheiden? Also entweder hat der zwei Löcher gebohrt, also der hat so tief durchgebohrt, dass er noch durch den Schrank durch ist. Also der hat zwei Löcher gebohrt. Oder, also er hat noch einen Schrank in den, also er hat noch ein Loch in den Schrank gebohrt oder, ja, keine Ahnung. Hier ist ein Schrank. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Natürlich, Rufus. Können wir jetzt? Oso? Keine Antwort.
Dann halt hier entlang. Ach du Schreck. Pasteten und Automat. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Aua! Ein Händchen für Automaten aller Art. Ach so. Knopf an der Diagonalen. Rechter Knopf. Mittlerer Knopf. Linker Knopf. Hebel. Seitlicher Knopf. Aha. Aha. Das sieht nach einem schlimmen Rätsel aus. Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Vielleicht muss ich erstmal alles blau machen. Sehr schön. Aha, geschafft, Rufus. 1, Entropie 0. Jetzt ist alles eiskalt. Das ging ja gut. Ging ja gut und schnell. Tropf, Tropf. Wir regen jetzt durch. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Hahaha. Ha, ha. Mülltonne. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Ein Pelikan. Ein Pelikan? Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Der Pelikan lässt mich nicht in den Fischabfällen wühlen. Dabei stochert er selbst nur so halbherzig darin herum. Er hat doch gar keinen Appetit, das sehe ich doch. Vielleicht hat er Bock auf Pfeffer. Haha, Gesundheit. Dr. Übel Pfeffsnack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Tja. Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Ui. Weg ist er. Keine Ursache. Cool. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Jetzt muss sein Durst erstmal stillen. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja. Okay, Fischmesser. Bitte was? Ich würde doch niemals hilflosen Tieren ein Leid zufügen. Natürlich nicht. Was? No animals will be harmed during the production of Deponia 3. Natürlich. Was sonst? Kopfkissen. Ja, damit könnte ich ihm das Maul stopfen. Aber wie soll ich dann jemals an den Fisch rankommen? Fisch. Darf ich mal kurz? Meine Frösche. Ganz schön bissig für jemanden, der keine Zähne mehr hat. Aber warte nur. Ich werde dir dein großes Maul schon stopfen. Vielleicht kriegen wir irgendwo einen Stock her. Stock, Stock, Stock. Zahncreme. Wer keine Zähne hat, der braucht auch keine Zahncreme. Aber apropos, ein Mundwasser wäre nicht übel. Stimmt. Oh, wir haben den Salz, das Salz, wir haben das Salz verloren. Wie wär's mit Pfeffer? Die Pelikan-Fütterungszeit ist vorbei. Als nächstes schaue ich mir die Pinguin-Show im Delfinarium an. Alles klar. Korkenzieher. Bitte was? Ich würde doch niemals hilflosen Tieren ein Leid zufügen. Das will also doch niemand. Sowas. No animals will be harmed during the production of Deponia 3. Staub. Friss Staub. Wollen wir tauschen? Fisch gegen... Nein. Gut, vielleicht. Wozu braucht ein Gespenst ein... Ich würde ihm zu gern eine Maulsperre verpassen. Aber wie? Ja, hiermit wahrscheinlich nicht. Mit Bosis. Ja, damit könnte ich ihm das Maul stopfen. Aber wie soll ich dann jemals an den Fisch rankommen? Tja gut, da kommen wir wohl erstmal nicht weiter. Vorerst nicht. Das will Zimmern.
Plakat. Und nun? Bowl? Keine Antwort. Mit dem Messer die Tür auframmen. Mir fallen tausend Wege ein, dieses Schloss zu knacken. Aber der Konstrukteur scheint sie alle bedacht zu haben. Offenbar haben sich meine Fähigkeiten bereits herumgesprochen. Tja, gucken Sie hier. Mir fallen tausend Wege, aber der Kunst offenbar. Tja, bloßes Anzug. Mir fallen tausend, aber der Kunst offenbar. Tja, raus. Tja, also, der Pelikan ist hier. Zum Verschreie, zum Toilettentür. Kreuzer Trasse. Hier können wir nirgendwo lang. Hier haben wir nur die Auswahl zum Hotel. Da läuft der Rufus. Wo geht er hin? Spaziergang kann nicht schaden. Es tut auch mal gut. Eine kleine Wanderung am Abend. Tja. Zur Rezeption vielleicht. Können wir hier noch irgendwas machen? Lingeling. Zimmerschlüssel Nummer 5. Vielleicht kämen wir somit aufs Zimmer. Wäre eine Idee, aber egal. Ah, der Gasthaus Nummer 5. Wollen Sie etwa schon wieder auschecken? Was? Nein. Die Wette hätte ich dann wohl verloren. Was kann ich gegen Sie tun? Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das? Wäre vielleicht eine Idee, den Schlüssel mal zu verwenden. Wäre völlig nicht ganz daneben. Aber wir haben hier noch ein paar Sachen zu machen. Das hatten wir, glaube ich, alles schon. Zahncreme hatten wir noch nicht. Was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Eine Mutter. Aha. Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ein Blutkakao. Eine Mutter. Kommt mir bekannt vor. Was ist klein und rund und riecht nach Fisch? Eine Mutter. Alles klar. Zu Fischerei vielleicht. Entschuldigung, dauert das hier noch lange? Hum, hum, kumbaya. Verdammt. Gut, es dauert hier noch ein bisschen. Vielleicht können wir Kopfkissenbezug. Hier, damit geht's bestimmt. Möglich, aber nur wenn du versprichst, das anschließend für mich in die Wäscherei zu bringen. Ich glaube, ich finde noch was Besseres. Ach, schade. Wär's mit einem Messer? Mit diesem Krempel kann man sich nicht mal mehr den Hintern abwischen. Nicht nötig. Da hat's schon reichlich Staub. Nur mal so eine Idee. Ja, ein wunderbarer Einfall. Aber sollte ich wirklich eine so teure Freundschaft für einen derart billigen Gag aufs Spiel setzen? Na klar, ja. Sollte ich. Hier,
Damit geht's bestimmt. Bist du noch bei Trost? Wie sollte ich das denn jemals runterspülen? Mann, du kommst wohl aus dem Jura. Zumindest hast du den Humor eines Juristen. Also nicht. Besetzt! Ach komm schon, du kannst doch nicht... Und auch dabei. Ach, das dauert ja Stunden. Was nicht heißt, dass ich ihm die Geschichte mit der Zeitmaschine abnehme. Tja, wie wär's mit ein bisschen Pfeffer? Mit diesem Krempel kann man sich nicht mal mehr den Hintern abwischen. Okay, verstehe. Besetzt! Du kannst... Und ich habe... Ein Ei! Ich habe ein Schnabeltier-Ei gefunden. Sehr großartig. Gibt es da auch noch Eier? Zum Beispiel auf der Kreuzertrasse. Ich muss jetzt überall nach Eiern suchen. Na toll. Ne, ich sehe da nichts. Gut, auf das Zimmer. Es muss überall in jedem Screen nach Eiern Ausschau halten. Auwei. Das kann ja was werden. So, können wir mal hier Zimmerschlüssel Nummer 5. Passt. Sehr gut. Da Ui. Seid ihr ja. Und wow, was ist das alles für Zeug? Habt ihr das gerade erst aufgebaut? Nein. In diesem Hotel gehören Neurofusionskammern zum Standardzimmerinventar. Natürlich waren wir das. Ganz schön flink. Und wozu braucht man so ein Neuro-Dingens? Kann man damit verschlüsselte Sender gucken? Das auch. Hauptsächlich repariert es aber Golds Gehirnimplantat. Gehirn? Du weißt doch, die Wiederverschmelzung ihrer Charakterfacetten. Ja? Ihr gesamtes Bewusstsein? War auf einer Datasette gespeichert. Richtig. Zusammen mit den Aufstiegscodes. Die ihr für den Zutritt zum Hochboot braucht. Genau. Nach diesem Eingriff ist Gold wieder ganz die alte. Und dann kannst du auch die Dusche wieder benutzen. Dusche? Wozu? Naja, für den Aufstiegszoll. Oder dachtest du, sie lassen dich so nach Elysium? Hä? Was soll das denn nur wieder heißen? Ich meine ja nur... Nach allem, was wir über diesen Cletus wissen, ist er ein extrem reinlicher Mensch. Wenn du also in seine Rolle schlüpfen willst. Ah, lass mich mal machen. Kümmert ihr euch erstmal um Gold? Oder muss ich euch dabei auch noch helfen? Nicht nötig. Es ist fast alles bereit. Cool. Fast? Bartkratz. Was meinst du mit fast? Oh, nichts Schlimmes. Ich muss nur noch das Dateninterface kalibrieren. Und wieder einmal muss ich die Karre in den Dreck ziehen, stimmt's? Dich doch. Kein Problem. So ein Datengedöns filetiere ich doch mit links. Man muss einfach hier drücken und... Rufus, nein! Das drosselt die Brennstäbe. Ah, die können das ab. Rufus, dieses Kalibrieren ist doch eigentlich viel zu simpel für dich. Warum kümmerst du dich nicht um die viel schwierigere Profimission? Profimission? Na klar, Doc braucht noch dieses Ding, das sich nicht in diesem Hotelzimmer befindet. Oh, genau. Dieses Plasma... Austausch... Flubbidiwupp... Mammutfell... Relais... Ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammutfell-Relais? Schwer zu beschaffen. Für Anfänger von eurer Sorte vielleicht. Einen Profi wie mich kostet das nur einen Jiffy. Rufus.